kommen an den Platz, wo wir uns mit dem Stadtführerin treffen, so ein kleiner Zyklus, so ein Bahn, und dann haben wir einsteigen und die machen mehr oder weniger die ganze Rundung durch so ein Zyklus. Das ist für die Personen, wo, weil es strengt schon ein bisschen an, das alles laufen und aufnehmen, nicht jeder möchte das. Du auch? Ja, ich wollte das sicher. Das ist nicht nur links und rechts, sondern da ist eine unten am Boden hoch und tief. Und da wollen wir am Boden nichts kratzen. So, Sie sehen, Sie, wir sind nicht die einzigen Touristen. Da ist der Parkplatz. Da stehen wir noch PKWs, ne? Ja, die müssen halt weg. Aber Sie ja. Es war eine Mauer, aber die nicht die heute, die da ist. Das war eine ältere Mauer. Ja. Und die Mauer, innerhalb dieser Mauer waren es 14.000 Einwohner. Dann im 14. Jahrhundert. Können Sie auch vergessen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das Netz scheinbar, das ist der ursprüngliche Weg da gewesen. Ach so, das. Der ist auch nachträglich. Ja. Außer das Auto fährt auch nicht durch. Ja. Auftaucht. So, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Das ist jetzt ganz angenehm draußen in der Kammerg, das werden Sie sehen. Ne? Und dann grüßen Sie mir St. Marie la Mer. Und ich fahre jetzt zu meinem Späße und dann werden wir die Pferde satteln und ein bisschen unsere Stiere suchen, weil uns drei ausgerissen sind. Die sind irgendwo. Wir bedanken uns. So, bedanke mich auch. Ciao. Bis bald, gell? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ja, man soll nie, nie sagen. Wir fahren dann auch ein bisschen zurück. Wenn man dann die Kammerg selber, ein riesiges Feuchtgebiet, Naturschutzgebiet im Rhone-Delta. Ein Gebiet, das im ständigen Kampf zwischen Rhone und Mittelmeer entstanden ist. Ein empfindlicher und natürlicher Lebensraum, der abwechselnd
von den weiten Flächen, von Lagunen, von Brackwassertümpeln, von Dünen, Süßwasser, Sumpfgebiet und Schilfgürteln, sumpfigen Ebenen geprägt ist. Da, wo der Posten ist, habe ich da die Mine in die Luft gejagt. Und da war alles voll mit Sardinen. Der Luftdruck war so stark. Und ich bin dann ausgerudert, da wo ungefähr, wo die Windsurfer sind. Da bin ich hingerudert und dann in die Luft gesprungen. Zack. Und es hat im Wasser explodiert wie so ein kleiner Atombomb. Und dann hat es hochgeschäumt. Weil wenn da gerade so eine Welle kommt, da hinten knallt es dann. Jetzt. Einmal breit. Gut, war das da, ja. Also, da war das wunderbar. Voll mit Sand. Die Mauern waren noch nicht. Da haben wir. Ja, wenn es warm, Wasser warm war zum Baden und so. Juni sowieso, aber Juni, Juli. Da waren wir da im Dings dann. Da sind ein paar so vor. Da fahren wir jetzt einmal rum und fahren genau und wir kriegen vorne an. Da vorne haben wir doch nicht Schmutzmarken hier auf der Welt. Man sagte, wenn menschliches Blut gegossen wurde, ein Altar wurde dort in der religiösen Zeremonie stattgefunden. Ich stelle mich da an. Aber nächstes Jahr wieder neues.